Assalamu alaikum, meine Lieben. Also bis jetzt ist der Erziehungsurlaub noch nichts. Boah, Hilfe. Sollen wir mal hochgehen? Dass du wieder auf die Nase fällst? Nein. Doch, wir gehen hoch. Komm, diesmal bist du brav. Ich zeige euch mal die Wüste. Wir waren voll lang. Wir haben gefrühstückt, Käsebrötchen mit Würstle gekocht. Hier ist wieder die Wüste. Wir sind... Dohr. Wir sind noch ein Aufzug. Gar nicht so weit weg von unserer alten Wohnung. Schau. Mal kurz gucken. Hier, pass auf, hier sind wieder diese Kabel. Guck mal, wo das Auto ist, da hinten. Oder? Da. Heb mich. Ja, heb mich, genau, Jonas. Warte, ich muss mal kurz gucken. Da, wo das Auto da hinten ist, ich weiß nicht, ob ihr das seht, in dem Haus waren wir. Oh, das Rote Meer. Guck, Bahar. Komm, ich heb dich. Also, nee. Siehst du jetzt? Ja. Das Meer. Das Rote Meer. Und da hinten waren wir gewesen. Bist du schwer? Hilfe. Gestern war auf einer Waage, da stand 40 Kilo. Bei einer Apotheke nichts anfassen. Jonas, komm her. Jonas, hallo. Gib mir deine Hand. Und bei der Mama bleiben. So. Hallo. Ach, da kann man grillen, guck, wenn sie sich schick macht. Komm jetzt. Ja, guck mal, da schlafen sie auch noch. Aschenbecher da unten, alles da. Uah, Leute, da wird es mir anders. Okay, jalla, geh mal. Die Minna-Moschee da hinten. Mal hier, Schlamassel. Leute, also ich weiß nicht, ich bin zu alt für so Sachen, zu runtergucken, aber das ist schön. Die Farben, Moment. Boah, ja, Labina Jonas. So, meine Lieben, wir sind wieder unterwegs und ich habe eine Gärtnerei getroffen. Dann dieser Schwiegermuttersitz, den haben wir ja für 200 Pfund gekauft. Ganz viel. Und hier kostet der 400 Pfund. Robbe mehr auch am Sinn, also 450. Und der Tempelbaum auch 400 oder 500 Pfund. Also ist sehr viel. Und der Hibiskus auch, der hat alles für 500 Pfund gesagt. Ich mach mal kurz aus wieder, Moment. Ja, deswegen, also dann kaufen wir das lieber bei uns im Dorf, gell? Ich wollte jetzt voll groß einkaufen, aber Hurghada hat dreifach, vierfache Preise. Deswegen machen wir das nicht. Jetzt gehen wir zur Moschee. Der Jonas will unbedingt in die Minna-Moschee reingehen. Wow. Subhanallah. Gerade habe ich gesagt, nicht fallen lassen, nicht verlieren. Bumm, es fällt runter. Ja. Tani. Ich sag nichts mehr. So, Jonas, schau. Wir haben jetzt unsere Schuhe da reingetan. Und jetzt gehen wir barfuß in die Moschee. Gell? Guck mal, die goldenen Kuppeln. Ich war ja schon mehrmals hier drin, habe auch schon Videos gemacht, Leute. Ihr kennt es. Die uns verfolgen. Komm, Jonas. Jonas fragt, was kostet so eine Leiter? Er braucht die. Ja. Jetzt sind viele Leute hier beten. Bibi. Der betet auch. Habibi. Komm, wir gehen nur bisher zu dem, weiter nicht. Ja, Leute, schaut euch das an. Subhanallah, wunderschön. Ups, die Sonnenbrille. Ja. Dankeschön.
Hier ist sehr schön kühl. Hier laufen die Ventilatoren und die Klimaanlage. Okay. Ja, wir dürfen doch vorgehen, sagt keiner was. Guck, wie schön. Ja, das ist für die Freitagspredigt. Chutba heißt es ja auch. Hm? 12.07 Uhr. 2020. Was ist los? Was ist das? Guck, das fällt mir. 8.10. Ich denke gerade 10.8. Hä? Hey, wo ist denn die islamische Zahl? Wenn das runterfällt, das große, dann was wird was passieren? Wenn das runterfällt, dann Hamas. Aber das ist gut befestigt. An einem guten Seil. Guck mal. Boah. Subhanallah. Was passiert? Dann stirbt man, wenn das auf einen fällt. Nein, los. Guck mal her, wir sind mal genau unten drunter. Wow. Schau, das ist die Moscheen-Miniaturausgabe. Das ist die gleiche Moschee, in der wir jetzt drin sind. Schau, diese Treppen bist du hochgelaufen, Jonas. Und hier rechts haben wir unsere Schuhe reingetan ins Regal. Und wir stehen jetzt genau hier bei dieser Kuppel. Welche? Unter dieser Kuppel in der Mitte. Das, nee, halt links, weil wir sind bei den Büchern. Bei diesem Mann, hier. Den kleinen? Psst. Der läuft vor dem Mama. Hier sind wir jetzt, hier, genau hier, wo diese Mama. Kuppel ist, siehst du? Na gut, wo ist unser Auto jetzt? Unser Auto? Ich muss selber überlegen, wo haben wir denn geparkt? Wir haben hier geparkt. Nein, nein. Hier haben wir geparkt. Genau hier. Das ist die gleiche Farbe. Leise, Jonas. Leise. Ja, ist Champagner? Nee, das ist Silber. Leute, ihr könnt ihr in allen Sprachen. Ich kann das haben, die Moschee. Kostenlose islamische Bücher mitnehmen. Ich frage die Polizei, ich kann das haben. Nein, das ist sehr teuer. Du meinst das kleine Auto? Nein. Alle Autos? Nein. Ja. Sira vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na gut. Warte, wo ist denn Deutsch? Sehe ich gar nicht. Hier, Deutsch. Atheismus. Oh, die haben neue Bücher. Falsche Vorstellungen über den Islam. Das ist neu. Ah, cool. Atheismus aus islamischer Perspektive. Wir werden Ihnen unsere Zeichen an allen Horizonten und Ihnen selbst zeigen, damit Ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist. Ja. Dieses Bild zeigt ja, das ganze System kann nicht einfach so. Das ist alles perfekt ausgeklügelt von Allah. Allein das, ne, wie die Welt funktioniert, das soll das darstellen. So perfekt wie unser Gehirn. So. Guckst du die Moscheen oder die Autos? Beides. Okay. Nein. Komm, wir gehen jetzt. Diese Autos wieder kosten. Das ist teuer. Die Moschee, die Miniaturausgabe. Ja. Die Autos sind nicht teuer. Die sind billig, aber die gehören ja dazu. Das kann man nicht aufmachen. Das weiß ich nicht. Vielleicht 10 Pfund ein Auto, 5 Pfund. 10? Ja, nicht viel. Ich will so. Mensch, wenn wir mal was sehen, können wir mal gucken. Ja, Labina. Oh, Jonas zieht sich wieder die Schuhe an. Na, bei meinen Schlappen geht es schnell. Guck mal, meine alten Schuhe, das kann ich keinem zeigen. Ich brauche dringend neue Schuhe. Aber wir gehen heute in den Schuhladen. Ja, so sind Kinder, Leute, so sind Kinder.
Schreien darf ich auch nicht. Jalla. Der geht zum Auto. Lecker Schmecker. Bismillah. Ganz blaue, du hast ganz blaue Zunge. Schlumpfzunge. Hier ist ein Spiegel. Warte hier. So, wir sind jetzt gerade. Siehst du das? Ja, lass es so. Ja, wir sind jetzt gerade hier an der Arabierstraße. Und. Ich sehe es. Leute, ich brauche keine Cola Light, wenn ich Sprudel habe. Ich liebe Sprudel, aber stilles Wasser mag ich nicht. Ne? So, weiter geht's. Wir gucken jetzt mal, was uns noch. Ich habe schon gefragt, ich brauche so Spülwasser. Das ist so dreckig. Können wir jetzt vielleicht. Das Wasser ist auch schon leer. Es muss sauber werden. Man kann nicht mal rausfilmen, so schmutzig ist das. Hier, Polizei. Also, Younes hat gerade einen Schlüssel verloren in der Moschee. Gell? In den Auto. Bei den Autos. Der war so ergriffen von den Autos bei der Moschee, bei der Miniaturmoschee, dass er einen Schlüssel liegen lassen hat. Alhamdulillah, haben wir ihn wieder gefunden. Du bist so ein Lausbuch. Ich muss jetzt nochmal anfangen und ich fahre jetzt Auto. Also, guck mal, dass er mich sieht und nicht Chalabanana. Jetzt, Leute, an Corinne vor nochmal. Mit dem Younes muss man halt mehrere Sachen aufnehmen. Wir hatten Scheibenwischerflüssigkeit gesucht. Eine halbe Stunde bis jetzt. Jetzt habe ich es aufgegeben, aber ich habe Schnauze voll. Mein Mann, jetzt wisst ihr auch, warum ich manchmal so böse bin, wenn ich was kaufen will. Mein Mann sagt, nein, das ist ja zu teuer, wir kaufen es woanders. Wisst ihr, Leute, in Deutschland kann man mal kurz woanders hingehen und dann hast du es und kaufst es. Hier, woanders, heißt 3 Monate warten, bis du es wieder findest. Oder 3 Monate, ja, dann gibt es halt nicht. Hier in Hurghada suche ich jetzt wie eine Bescheuerte. Das ist eine halbe Stunde meiner Lebenszeit in der Hitze nach Scheibenwischerflüssigkeit. Ist das ein bescheuertes deutsches Wort? Ja, wisst ihr, Leute. Und dann fragte ich mal, warum ist die so gestresst immer? Ja, warum wohl? Wegen 10 Pfund, ne? Macht mein Mann immer sich so ein. Das regt mich halt auf. Wir hätten die Flüssigkeit schon lang gehabt. Wahrscheinlich werde ich schon aufgebraucht bei dem Dreck hier. Nee. Jetzt kannst du nur mit Wasser machen. Das Wasser ist nicht aufnehmen. Auch aufgebraucht. Das hat nicht aufgenommen. Das ist. Du bist ein Also, nee, ich brauche jetzt wieder was zu trinken. Wir haben alles leer getrunken. Okay. Jetzt gehen wir mal in den Zooladen, gell, Younes? Ja! Upsala. Ja! Und dann ja, gucken wir. Ja, ja, ja. Wir wollen ja nämlich noch einen Kiwi kaufen in Blau. Und ja, eine Schildkröte. Ich dachte, ja, ein Zooladen von Löwen und Tigern. Doch, nee. Das gibt's doch hier nicht. Echt? Nein, gibt's nicht. Okay, mach aus, Habibi. Wir filmen später nochmal. So ist es hier. Also, wenn ihr irgendwas findet in Ägypten, sofort zuschlagen, egal ob es teurer ist. Was ihr habt, habt ihr. Nicht da 10 Jahre warten, weil du, das war jetzt, wann war das? Das war vor 14 Tagen und ich habe es immer noch nicht. Und er, sein Kumpel schafft in der Tankstelle und er hat gesagt, er bringt es mit. Guno! Der hat es nie mitgebracht. Jalla. Leave me alone. Ich frage jetzt in der Dahar-Tankstelle nach. Vielleicht da. Jetzt, Leute, jetzt habe ich es. 75 Pfund, 1 Liter. Ja, da machst du doch nicht in die Hose. Für 3 Euro 1 Liter und das ist gerade mal 30% voll. Jetzt kann ich endlich saubere Scheiben haben. Das werde ich meinem Mann sagen. Sisch, Tankstelle in Dahar, super Sache. Aral oder was ist das? Ha, was ist das überhaupt? Ja, die blaue halt in Dahar, die hin alles. So, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr machen, weil das gemischt ist mit Wasser. So, jetzt kann ich fahren. Super, Younes! So, jetzt sind wir mitten im Zug mit dem Younes in Dahar. Das ist die neue Moschee, die noch nicht fertig ist, so wie es aussieht. Die bauen noch. Younes sagt, das sieht ja aus wie in Ägypten hier. Ja, der Teppich gefällt mir schon wieder, der kitschig da, der bunte. Younes will was kaufen. Wir gehen jetzt mal in die Richtung. Und die Ramsa Setin. Jetzt haben wir einen Boxsack gefunden. Das glaube ich gar nicht. Younes. 65 Pfund, das sind 3 Euro. Das kaufen wir. Ja, und was sich der Younes schon lange gewünscht hat, aber bei uns nicht gibt,
eine elektrische Eisenbahn mit Batterie funktioniert, die für 150 Pfund, sagen wir, sind 8 Euro. Na ja, ausnahmsweise. Nee, du brauchst kein Gewehr, Jonas. Wir haben schon zu viele. Jetzt müssen wir mal nach der Amina gucken, die braucht ja auch was. Und hier sind Festpreise. Guck mal, 75 Pfund. Boah. Was meinst du, freut sie sich über sowas? Ich muss mal gucken. Hier, Frozen, Mikrofon. Da kann sie singen. So ein Baby. Wir suchen mal. Ballerinas kriegt sie heute noch. Gehen wir noch einkaufen. Wir sind heute im Shopping-Fieber. Geld ausgeben. Mahmoud ist nicht da. Ich kann alles ausgeben. Aber der Spider-Man ist auch cool, Jonas. Wirklich. Ja, das ist schon cool, wenn du so alleine bist, kannst du alles machen, wie du willst, ne? Ohne Mann. Ja. Dumm, dass man sowas sagen muss, gell? Aber mein Mann hält halt das Geld zusammen. So. Wir können hier wieder kommen. Warum? Nee, wir kommen hier nimmer her. Wieso? Haben wir gar kein Geld mehr. Guck mal, das ist auch cool, ne? Das Auto. Was ist das? Hm? Was brauchst du? Was brauchst du noch? Der da? Ja. 135 Pfund. Was kann der? Battery operated Leiter. Mhm. Try me, light me. Naja, ich weiß nicht. Müssen wir überlegen. So, meine Lieben, dann zeige ich mal kurz, die Preise habe ich weggemacht. Das kriegt die Mausi, ne, das wieder heißt, die kriegt ja nix. Hier, Just Like Home, die spielt ja mit sowas, so eine kleine Küche. Ja, die ist immer noch dabei, mit sowas zu spielen. Und Take Me Home, so ein Palast. Jonas hat die Eisenbahn, den Boxsack und ein elektrisches Auto. Und jetzt gehen wir noch Schuhe für die Mausi suchen. Na, Ballerina. Haben wir nichts gefunden. Halt, hier ist ein Shop, der sieht nicht schlecht aus. Der da. In den gehen wir jetzt rein. Ob der auch Kinderschuhe hat, schauen wir mal. Na, was sagt ihr zu den schönen Schüchen? Goldig. Also die finde ich nicht schlecht. Die habe ich schon gezeigt. So, meine Lieben, wir sind jetzt nach Shopping fertig mit den Nerven. Gellion ist müde, aber wir wollen auch essen. Na, und dieses Restaurant, ne, alle gehen ja in diese berühmten Sachen. Wir probieren jetzt mal das aus. Ne? Habe ich extra auch in Facebook gegoogelt, nachgeschaut. Also hat nur gute Bewertungen und da probieren wir jetzt was. Natürlich das Kamelsteak. Und die haben auch eine deutsche Karte. Könnt ihr mal gucken. Ne? Könnt ihr mal Stopp machen und dann sich euch alles in Ruhe angucken. Linsensupp. Ah ja, schwäbische Linsensupp. Haben die auch Roschbrote da. Also irgendwas steht im Internet, das ist eine dänische Inhaberin. Moment. Kalamari, Brot, vegetarisch. Warte mal. So. Ja, italienische Speisen gibt es auch. Spaghetti, quattro formaggi gibt es nicht. Naja, die normalen Sachen halt. Internationale Speisen. Ne, Kamelsteak ist hier 220 Pfund. Und es sind 3 Stückchen. Da kriegt der Jonas ein Stück, weil der will auch essen. Ich kaufe jetzt nicht noch einen extra Teller für ihn. Das ist zu viel Geld. Du kriegst von mir, es sind 3 Stückchen, kriegst du von mir auch ein Stück. Und ich krieg von dir Panee-Stückchen. Meschi? So, tu mal weg. Guck mal hier. Desinfektion. Ah, leer. Na gut, wir kriegen noch ein anderes. Wir haben ja eh dabei. Curry. Wir sitzen auch draußen extra. Hier indisch. Oder was? Ist das nicht indisch? Biryani. Ah, hier steht's indisch, ja. Ne, ich hab's wirklich gewusst, Leute. Ich hab's nicht gelesen. Die weiß auch mal, was die Bläde. Haja, haja, haja. Getränke. Burger. Schokolade, Eis. Ah, Leute, hier, weißt du? Wir haben jetzt, ihr denkt euch jetzt, guck mal, was kauft ihr so viel Spielzeug oder was auch immer. Das muss so sein, weil Shokran, weil der, bei uns im Dorf gibt es das halt nicht. Solche Qualitätssachen. Deswegen. Und wir sitzen hier an der Arusa Square. Ja, ich mach dir. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie so bei dem Chines, der Apfelwein. Der gibt ja meinem Sohn Alkohol. Hanedisch Apfelsaft. Lecker? Probieren wir einmal gleich. Kriegst du einen Apfelsaft hier.
Sag mal, was ist hier so verschwommen alles? Jetzt, ich sehe nichts mehr. Ah. Johanna, sehr lecker. Na gut. Noch ein bisschen. Das Menü. Habibi, ist das viel? Wow, lecker. Die Champignonsauce. Das sieht vielversprechend aus, wenn das schon so weit weg tut. Das muss ein Riesenteller kommen. Und hier ist der Kartoffelbrei. Ägyptische Art natürlich gemacht. In der Bratpfanne mit Butter gebraten. Gib mal ein bisschen. Willst du Kartoffelbrei? Ja. Oh, das ist heiß. Das Kamelsteak kommt noch. Guck mal, hier ist ein Kartoffelbrei-Seestern. Pass mal auf, Jonas. Nimm mal die Gabel und probier mal den Kartoffelbrei. Leute, ich sag's euch. Da hinten habe ich eine Taubenburg entdeckt. Wow, 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 wow. Wow, was ist jetzt los hier? Guck mal. Da bin ich jetzt baff. Jonas, geh weg. Geh weg. Das habe ich jetzt nicht erwartet, ne? Was soll ich jetzt machen? Was sagt er? Ja, jetzt müssen wir das hier rüber tun. Leave me alone. Okay, lecker Schmecker. Leute, was sagt ihr? Kamelsteak. Also das ist jetzt das Kamelsteak, Leute. Nicht schlecht, muss man sagen. Sehr zart. Und guck, also da geht was hier. Yunis und die Champignonsauce ist der Hammer. Also ich kann das Restaurant jetzt schon mal empfehlen. Wirklich. Super lecker. Yunis, ich glaube, das müssen wir uns einpacken. Du siehst aus, als ob du gleich einschläfst. Guten Appetit, jetzt muss ich reinhauen hier. Ja, wir machen nochmal, wir probieren noch was aus zusammen. Ja, Leute, Mittagsschlaf kann kommen, Kind ist glücklich. Upsala. Na? Jonas, was? Hier kommt die Eisenbahn. Das ist aber lustig, dass jeder Mann, ne, sowas gut findet. Also viele. Das ist jetzt so ein Plastikding, ne? Egal. Es gibt ja auch die Eisendinger, die gute Qualität. Und die sind voll teuer. Natürlich. Voll teuer. Ja, was willst du? Das war jetzt 150 Pfund. Das will ich für 8 Euro erwarten. Aber das ist trotzdem, ne, für ägyptische Leute teuer. Klar. Ja, also ich finde es gut. Hast nichts falsch gemacht. Bisschen Beschäftigung, Üben, Fingerfertigkeit. Alles, jedes Spielzeug hat ja was Gutes für die Kinder. Na, Geduld. Schauen, wie das funktioniert. Und die Mama, kann ich schlafen gehen oder wie? Du musst mein Dings aufladen. Ach, aufladen, genau. Das müssen wir auch noch aufladen. Genau, dass wir damit spielen. Na gut. Fällt gleich aus der Bahn. Ist übrigens der Dino von der Oma. Ja. Ja, du bist neben mir. So, Mittagsschlaf beendet. Sigal, das sieht immer so schön aus, ne? Hier die Metro. Hier geht was. Was ist das für ein Shop? Lampenshop. Ja, wir gucken jetzt mal, was hier los ist. Tanzt hier der Bär oder nicht? Aha, Rehan. Nein, der tanzt nicht. Der tanzt nicht? Okay. Ja. Ach, die Lichter sind so nachts immer so beeindruckend, finde ich, ne? Kommst du vom Dorf, fühlst dich wie in New York. Heia, heia. Warte, halt nicht über die Straße gehen. Halt dich fest. Einmal Sigal für eine ganz bestimmte Zuschauerin. Die ist ja jeden Tag drin, den brauchen wir nicht noch zeigen. Heia. So, was haben wir da? Oh, Polizei dahinter, Blaulicht. Das ist Hurghada. Wenn ihr es noch nicht wisst, wir sind in Hurghada. Hei, hei, hei. Oh, oh, oh.
Guck mal, da macht auch keiner Platz hier, gell? Das wird es in Deutschland nicht geben, wenn die Polizei kommt, muss stehen bleiben. Hatte. Das verstehe ich ja nicht, gell? Mein Mann auch immer, sag ich, fahr rechts ran. Das ist doch... Ach was, sag ich doch. Dann fährt er rechts ran, dass ich Ruhe gebe, gell? Was willst du sagen? Die Polizei macht nicht, das heißt... Diese Polizei von hinten hatte dieses große Auto nicht mit der Schnecke, das hat zuerst gefahren. Mhm. Das bestimmt Mama einen Dieb gefangen. Genau, die suchen immer Haramis. So, jetzt gehen wir mal auf die andere Straßenseite, wenn hier mal Stopp wäre. Ne? Ich bin jetzt auch ein bisschen ängstlicher da, nicht wie früher. So, stehen bleiben. Komm, wir warten jetzt hier. So. Le Pascha, so ist's. Eric's. The Dive Shop. Stimmt, da ist auch diese Mall irgendwo. Ja, da sind wir schon vorbei. Naja, wir haben ja Zeit, wir bleiben ja ein paar Tage, da gucken wir noch, ne? Der Jonas. Ja. Ja, ja, ja. Wir gucken noch, Leute. Ja, jetzt laufen wir ein bisschen rum. Jetzt ist sogar der Lehrer, die... Heute ist bei uns eine Verlobungsfeier. Wir wurden gefragt, weil es Verwandtschaft ist, ob das für uns okay ist, dass sie sich verloben, weil die warten schon, die wollten das schon vor Corona machen, aber das ging dann nicht wegen Corona. Jetzt haben sie sich zumindest mal verlobt und dann die Hochzeit, keine Ahnung, mein Mann hat gesagt, macht, das ist okay. Wegen dem Opa, ne? Die Amira verlobt sich auch heute. Das ist die wunderschöne Geschichte, wo ich euch mal erzählt habe, dass der Mann schon lange fertig ist, aber auf sie gewartet hat, bis sie Ja sagt. Und jetzt hat sie Ja gesagt. Sie hat sie schon zweimal gefragt, er hat sie schon zweimal gefragt oder was? Und sie hat immer gesagt, Hanne. Und nach 4 Jahren oder 5 hat er sie nochmal gefragt. Und jetzt hat sie Ja gesagt. Der liebt sie voll. Der ist schon lange fertig, also der wollte auf sie warten. Romantisch. Der Mann von der Amira, der wollte auf sie warten. So. Ja, und die Kinder sind auch, guck mal, werden die Spielsachen wieder. Hä? Home sweet home. Coole Sachen. Komm, weiter, du kriegst nichts mehr. Nur Glotze, kostet nichts, Glotze. Playmobil Maschi. Wenn wir das finden, in Egypt. Da ist jetzt das Geld. Zu McDonald's brauchen wir nicht. Also heute haben wir mal billig gegessen. Doch, halt, stimmt doch gar nicht. Wir waren doch essen. Oh, habe ich schon vergessen. Das habe ich ganz vergessen. Wie viel, warte mal, die Leute. Ich wollte sagen, heute haben wir gespart mit dem Essen. Haben wir nicht. Wir haben ja Kamelsteak gegessen. Gefressen. Ja, da kommen manche Leute, die denken, ich weiß nicht, dass es Essen heißt. Es Tiere fressen, Menschen essen. Wenn ich fressen sage, dann soll es witzig sein. Ein Witz. Viele verstehen den Witz vielleicht nicht. Was heißt viele? Ein paar. Ne, wenn wir uns wieder voll fressen. Ne? Wir sind Schwaben, aber bei uns sagt man manchmal Fresse aus Spaß. Ne, wir verstehen Spaß. Na gut, jetzt gehen wir mal weiter. Immer wieder sehen wir die Schwiegermutter, Schwiegermuttersitz. Also der kostet hier locker 800, 900 Pfund, so ein Ding. Gell? Super, super, super. Da kannst du Tasche kaufen beim Hermes. Cool, hier ist ein ganz toller Brillenladen, Ray-Ban, ob das gute Qualität ist, kann ich euch nicht sagen, aber sieht teuer aus. Was finde ich? Ja, das ist eine Flagge, Jonas. Oh, da ist nochmal ein Schwiegermuttersitz. Die Hens mit der Mütter hier, guck, der ist größer sogar noch. Und der ist der Laden, den gibt es auch schon ein paar Jahre. Naturöle. Ich nehme jetzt übrigens jeden Tag einen Teelöffel, Esslöffel, Schwarzkümmelöl. Und ich bin der Meinung, immer geht's besser. Irgendwie spüre ich das. Gell? Ja, Leute, wir laufen jetzt hier. Das ist... Ja, pass auf. Das ist die verlängerte Sheraton, aber die rechte, nicht links rum. Die Handwerksstraße, mir fällt der Name nicht ein. Wo man zum Fischmarkt kommt. Leute, viele sagen immer, was, du traust dich alleine auf die Straße, guck mal, ohne meinen Mann, nur mit meinem Sohn, hier alleine, könnte jetzt einer irgendwie kommen und uns ins Haus zerren, wenn du so willst, ne? Wir haben keine Angst. Egypt is safe, don't worry. So.
Jetzt, wo ist die? Ach so, warum gehen wir hier lang? Wir brauchen ein Kopfkissen. Ich kann nicht da auf den Kissen schlafen. Das ist so hart. Das ist typisch ägyptisch. Das ist so eine richtig harte, gepresste Baumwolle. Da kannst du nicht drauf schlafen. Da kriegst du einen steifen Nacken. Ich brauche irgendwas Weiches. Und da gehen wir jetzt hin. Inshallah. Da sollen die Kissen sein. Und wir haben unten bei der Metro geparkt. Könnt ihr wissen, wie wir laufen. Ich bin ganz nass geschwitzt. Wenn es juckt, wenn es interessiert. Mama, was sagst du wieder? Die Sitzkissen, da war ganz weich. Welche Sitzkissen? Wir haben gestern gesehen. Ja, das sind aber fürs Wohnzimmer, so Sitzkissen. Ja, Sackkissen sind das. Wir können dort gehen und suchen nach Kissen. Keine gute Idee, aber wir gucken erstmal hier. Ja, sein Mocharel. Sehr gut, hier Labine. Aber Schluss. Nur nicht Hubeleid. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wir haben ein Kissen gefunden, 50 Pfund. Jetzt können wir besser schlafen. Jetzt gucken wir mal kurz, wenn der... Ach, das ist zu weit, Jonas. Wir laufen zurück. Der Angelshop. Wir wollen nämlich eine Angel kaufen und in den 14 Tagen auch mal angeln gehen. Gell? Dann gucken wir mal. Aber die Fische, die wir fangen, tun wir wieder zurück. Können wir, die können wir nicht kochen. Mama, ich koche nichts im Urlaub. Nur Würstchen im heißen Wasser oder Kaffee. Mehr koche ich nicht. Dass du weißt, ich koch genug im Dorf jeden Tag, wie ein Bläde. Jetzt will ich meine Ruhe haben. Ah, so ist es. In einem echten Meer? Ja, hier am Roten Meer gehen wir angeln. Oh. Ich weiß auch schon wo. Ich hoffe, der Strand ist geöffnet. Ich fall in das Rote Meer. Nein, du fällst nicht. Die Mama springt hinterher. Oder der Wal kommt und rettet dich. Wie in der Geschichte, Jonas und der Wal. Komm. Ah, wir können eigentlich hier auch gehen, da ist die Straße größer. Gehen wir da zurück. Da sind die Näherinnen. Ja, aber jetzt nicht. Die ist weiter vorne, Mama ist. Du, ich bin immer so jung, Jonas. Ich kann nicht so laufen wie du mit dem Auto, sagt er. Mit dem Auto ist doch viel schneller. Ja, da müssen wir erst noch zum Auto kommen. Das ist nochmal eine halbe Stunde. Wir sind jetzt voll weit vorne, hinten. Wir sind jetzt am Ende der Sheraton, fast im Sekala Square. Und jetzt müssen wir zurück zum Metro. Ganz am Anfang zum Sigal. Ist schon ein Stück, gell? Ah, hier ist die Moschee, guck. Die schöne. Ja, wir haben hier einen Mann gesehen, kennt ihr den, Leute? Der hat immer die gleiche Galabeya an, so beige, ein ganz alter Opa. Und der, ganz schmutzig. Ja, scheint mir ein sehr bedürftiger Mann zu sein. Ja, wenn wir den heute sehen, sagst du mir Bescheid. Ja. Sodele. Was haben wir, wie viel Uhr? 9 vielleicht? 9:30? Jonas ist um 6 eingeschlafen und um 8 wach geworden und dann sind wir los. Ja. Ich bin voll kaputt. Guck mal, die Künstler hier. Mhm. Ah, guck dir mal das an. Das ist eine andere Art von Papyrus. Guck, das sieht ganz anders aus. Cool. Ah ja, Papyrus-Shop, der braucht Papyrus vor der Tür, ist klar. Logisch. Ayakar. Ja, Leute. Dann fahren wir noch ein bisschen mit dem Auto rum und dann fahren wir heim. Fertig. Die Mause hat sich gefreut über ihre Ballerinas. Ja. Okay, sehr. Sie hat gesagt, ach, ist es, sie vermisst uns. Aber seit 2 Personen machen nicht so viel Dreck wie 4 Personen in der Küche. Wie cool. Ja, da hat sie recht. Borgada bei Nacht. Ein Eis? Oh, ich weiß nicht, Jonas. Das ist mir doch zu heikel, das Eis. Komm. Zu trinken, Mäschi. Ich habe auch Durst. Schau mal, hier haben wir doch heute gegessen. Agro Roma. Agra. Ich sag immer Agro. Wie komme ich auf Agro? Ich habe schon gedacht, haben die so einen blöden Namen gewählt. Agro. Agra. Wieder typisch. Hier. War echt lecker, muss man sagen. Bis jetzt nichts im Magen. Alles gut. Super gut. Also weiter geht's. Jetzt haben wir unser Getränk. Ich habe hier Wasser gefunden mit Sprudel, aber nicht so gut. Zu wenig Sprudel drin.
Komm, wir müssen einfach laufen, dann hören die nämlich auf zu fahren. Wenn du läufst, bremsen die. Wenn du rennst, geben die Gas. Siehst du, einfach rüberlaufen. Das habe ich schon vergessen, den Trick. Jetzt aber. Okay, was wollte ich jetzt sagen? 15 Pfund, ein Liter, das schon hab ich, du. Okay, wenn du überlegst, in Deutschland kriegst du 23 Cent so eine Flasche vom Lidl oder was? Schon wieder Lidl. Ha ja. Guck mal, wie viele Leute hier sind. Hier diese Dinger. Red Sea, ne, ich sag's lieber nicht, egal. Muss auch keine Werbung machen für die, gell? Hanoi. So. Da waren wir vorher auch drin in dem Smile, haben dort nach Kissen gefragt, aber hat er nicht. Wir waren im Kottenhaus oder was. Der hat auch nichts gehabt. Jetzt haben wir unser Kissen, gell, Younes? Hi, hi, hi. Younes will wieder heim, gell? Willst du nicht mehr bei der Mama sein? Heim, du willst dein Spielzeug zeigen. Und dann nach einem Tag willst du wieder zur Mama. Ich kenn dich. Glaubst du? Da hat er schon den Barber gefragt, kannst du mich holen kommen? Genau. Stell dir das Ding vor. Alle Kinder vom Dorf würden gern hier sein. Mein Sohn will ins Dorf. Der will eine große Veranda. Das ist nichts für ihn, die kleine Flatter. Mickriges Ding. Der ist große Sachen gewöhnt, der Herr. Der große Herr. Ne? So, warte. Younes macht kleine Augen, so sagt meine Mutter immer. Ach, so kleine Augen, das heißt, du bist müde. Wir gehen jetzt. Ja, gucken wir mal, Younes. Moby Dick, wir haben jetzt die Hälfte geschafft von unserem Ding. Haben wir noch Duschgel gekauft. Ich hab zwar. Soll ich? Ja, ich trink's. War klar. Komm, kann euch zeigen ein bisschen. Ist immer noch viel los. Mein kleiner Imperator. Hier übrigens, da könnt ihr super, super Fatir essen. Die schmecken lecker da mit ganz viel Käse. Fatir Xandarani, glaube ich, heißt es von uns. Ich weiß es nicht mehr. Mein Mann bestellt es immer. Ohne meinen Mann ist es ganz schön anders hier in Hurghada, gell? Natürlich ist man freier mit dem Ausgeben, aber auch komplizierter mit dem Organisieren. Da sieht man mal, was der alles immer organisiert hat. Okay. Jetzt muss ich morgen nach dem Öl gucken, nicht Öl, nach dem Wasser und nach dem Luftdruck. Jetzt stotter ich schon. Das lasse ich aber den Typen machen. Ich habe ja heute auch den einmachen lassen, da die Scheibenwischerflüssigkeit. Ja, muss man alles mit bedenken. Gell? Was die Männer so nebenbei wurschteln, kriegt man ja nicht mit. Dann beschwert man sich, du warst den ganzen Tag draußen. Warum? Ich? Nein, der Mann lässt mich da allein im Haus und ich. Ja, und im Endeffekt. Weiß ich ja jetzt, was er macht. Viele kleine Kleinigkeiten, die ich jetzt machen muss. Ah ja, okay. So ist's. Ja, Stromausfall. Welcome to Egypt. Vier im vierten Stockwerk hochlaufen, Stromausfall. Heiße Bude. Jetzt kriege ich kalte Cola. Danke. Leute, das war's mit dem Tag. Oh Gott, er hat auch Stromausfall. So sieht's aus. Das ganze Haus, die ganze Straße. Okay. Ich hoffe, der kommt bald wieder. Bis die Tage, Masselema. Bye, bye.